Die schlimmsten Ängste eines Narzissten. Man mag es kaum glauben, aber gerade Narzissten, die nach außen so selbstherrlich und scheinbar selbstbewusst auftreten, stecken voller Ängste. Und so benötigen sie nicht nur sehr viel Energie, um ihre Fassade, den schönen Schein nach außen aufrecht zu erhalten, sondern auch zur täglichen Bewältigung ihrer Ängste sowie dafür, diese niemandem zu zeigen. Auf deren größten Ängste wollen wir in diesem Video einmal näher eingehen. Doch bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, bitte ich dich um dein Like, Abo dieses Kanals. Es hilft bei der Verbreitung dieses Videos und könnte anderen Menschen helfen, Narzissmus zu erkennen und somit möglichen Schaden durch narzisstischen Missbrauch von sich abzuwenden. Vielen Dank. Narzissten sind bindungsunfähig. Doch worauf beruht das? Zu einem Großteil sicher darauf, dass sie mit Gefühlen nichts anfangen können. Sie sehen diese als Schwäche. Sich in einer Partnerschaft auch einmal fallen zu lassen, sich von Gefühlen und Emotionen leiten zu lassen, das können und wollen sie nicht. Eine Narzisstin sagte einmal zu mir, sie habe Mauern um ihr Herz gebaut und sie könne diese niemals einreißen, für niemanden auf der Welt. Zu groß sei ihre Angst, wieder verletzt zu werden. Doch gerade die emotionale Nähe macht doch eine glückliche Partnerschaft aus, aber für einen Kontrollfreak wie den Narzissten ist das undenkbar. Und so ist es einer ihrer größten Ängste, eine feste, langanhaltende Beziehung einzugehen, darin deren Unabhängigkeit zu verlieren und oder sich anpassen oder Kompromisse eingehen zu müssen. Denn dies würde ihr grandioses Selbstbild, das sie mühevoll von sich aufgebaut haben, zerstören. Und das können sie nicht zulassen. Denn man könnte fast sagen, die Angst, sich in einer Beziehung mit zu viel Nähe zu verlieren, ist die Urangst eines Narzissten. Denn Nähe in der Beziehung bedeutet für ihn auch ein erhöhtes Risiko, vom Partner enttarnt zu werden. Das wissen wir ja. Gefühle sind ihm suspekt, logisch. Denn er weiß ja am besten, wie manipulierbar Menschen darüber sind. Für sich kann er das daher niemals zulassen. Eine weitere Angst des Narzissten ist die Angst vor Ablehnung und Kritik. Denn Ablehnung und Kritik waren meist auch Mitauslöser seines Kindheitstraumas, aufgrund dessen er so wurde, wie er ist. Diese erneut zu spüren und zu erfahren, davor fürchtet er sich. Er wird dann unbewusst an seine traurige Kindheit erinnert, die sich mit all der Ablehnung in ihn eingebrannt hat. Und das kann er nicht zulassen. Niemals mehr will er sich etwas sagen lassen und sei die Kritik auch noch so konstruktiv. Das betrifft ihn als Person ebenso wie Kritik an einer bestimmten Sache oder einem Plan, den der Narzisst vorhat. So hat mir einmal eine Narzisstin gesagt, sie hat mich angeschrien, dass sie sich niemals mehr von einem Mann etwas sagen lassen werde. Das hätte es in ihrer Kindheit gegeben und das werde sie nie wieder dulden. Sie meinte ihren Vater damit. Und mein Verbrechen war, dass ich Kritik an ihrem Verhalten mir gegenüber äußerte. Kritik lässt einen Narzissten kurz auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Er sieht, da ist jemand, der ihn nicht so großartig empfindet, wie er selbst von sich glaubt zu sein, so unfehlbar, so vollkommen. Eine weitere große Angst des Narzissten besteht also darin, durch Kritik von seinem Thron gehoben zu werden. Und Kritik sieht er nicht nur in Äußerungen, sondern auch in der Mimik seines Gegenübers. Beispiel nach einer abwertenden Äußerung.
wenn ich schon sehe, wie du deine Mundwinkel nach unten ziehst. An der Angst vor Kritik zeigt sich aber auch, wie sehr verunsichert diese Menschen im tiefsten Inneren sind. Und daher wird auch jeder, der auch nur die leiseste Kritik an diesem Menschen äußert, abgewehrt und erniedrigt. Das gilt auch für seinen Beziehungspartner. Eine weitere große Angst hat ein Narzisst vor Abhängigkeit. Und auch das spricht gegen eine gesunde Beziehung mit diesen Menschen. Narzissten haben meist ein überhöhtes Autonomiebedürfnis. Bei gesunden Menschen ohne diese Störung ist das Bedürfnis nach Bindung und das nach Autonomie ausgeglichen. Es gibt Menschen, bei denen das Pendel extrem in eine Richtung schlägt, die Bindung, oder andere, wie beim Narzissten, in Richtung Autonomie. Beides ist ungesund. Die goldene Mitte wäre gut. So haben Narzissten eben ein riesiges Freiheitsbedürfnis. Mit Bindung können sie nichts anfangen. Es engt sie ein. Auch das spricht wiederum gegen eine Beziehung mit diesen Menschen. Der Gedanke daran, sich zu binden, gerade in einer längeren Partnerschaft, macht Narzissten Angst. Sie fürchten um ihre Freiheit, jeden anderen ihre Großartigkeit beweisen zu können. Gerade anderen Geschlechtspartnern möchten sie das ja beweisen. Schwierig bei einer festen Bindung. Besonders, wenn man mit dem Partner unter einem Dach lebt. Und dies ist auch einer der Hauptgründe, warum diese Menschen Fernbeziehungen bevorzugen. Hier hat man alle Freiheiten und bleibt vom Partner unbeaufsichtigt. Ein Narzisst ist niemals ein Teamplayer, weder im Job noch in der Beziehung. Die Beschreibung der nächsten großen Angst eines Narzissten klingt wie ein Widerspruch zum Vorhergesagten. Narzissten fürchten sich nämlich vor einer engen Bindung ebenso wie vor Einsamkeit. Dies zielt aber nicht in Richtung liebevoller Partner, der ihn umgibt, sondern auf ihre Angst, keine Zufuhrquelle in ihrer Umgebung zu haben. Zufuhrquellen sind nicht nur der Beziehungspartner, sondern alle anderen Menschen, die ihn anhimmeln und bewundern. Im wahrsten Wortsinne hinter dem Narzissten herdackeln. Nochmals, Narzissten können niemals lange alleine sein. Und sollte kein geeignetes Objekt in der Nähe sein, das sie anzapfen können, dann beziehen sie ihre Zufuhr eben aus Partner- und Single-Börsen oder Social-Media-Kanälen, auf denen sie sich Zuspruch und Bewunderung, und sei es nur durch ein Herzchen-Like, erhoffen. Sollten aber dennoch alle Stricke reißen und er niemanden haben, eines seiner größten Ängste, dann spürt der Narzisst seine inneren negativen Anteile, seine Leere und Schuld. Und das will er um alles in der Welt vermeiden. Für große Angst und Worst Case für seinen gefakten Selbstwert sind Situationen, in denen er einstecken muss und nicht als Sieger hervorgeht. Sein Selbstwert ist ja gerade darauf aufgebaut, dass ihn nichts und niemanden das Wasser reichen kann. Darum muss er alles daran setzen, ein Gewinner zu sein, immer und in jeder Situation. Ansehen, Macht und Geld und ein guter Ruf. Ein Narzisst sieht das als Grundvoraussetzung, um gegen alle anderen bestehen zu können. Niederlagen zerstören seinen Selbstwert und genau das macht ihm die nächste große Angst. Er hat Angst vor Niederlagen. Doch geht es dabei nicht immer nur um die ganz großen Dinge. Auch im Alltag umgibt er sich gerne mit Menschen, die er leicht beherrscht und gegen die er gewinnen kann. Bei einer Auseinandersetzung zu scheitern oder bei der Umsetzung einer Aufgabe gegen einen Konkurrenten zu verlieren, das kann ein Narzisst gar nicht ertragen. Immer wieder aus einem Grund. Er fürchtet sich vor Herabsetzung, davor,
dass ein mühsam aufgebauter Selbstwert schwindet mit jeder Niederlage. Er glaubt, dann als Mensch nichts mehr wert zu sein, wenn sein Erfolg ausbleibt. Wenn man sich das überlegt, all die Erniedrigungen und Niederlagen, die sein Beziehungspartner einstecken muss, würde sich das ein Narzisst im umgekehrten Falle auch bieten lassen? Niemals. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und ich wünsche dir eine gute Reise auf deinem Weg durchs Leben.